Hi, ihr seid noch auf der Suche nach einem Halbzeitsnack? Dann habe ich heute was für euch. Schaut euch das an. Drei unterschiedliche Bratwurst-Halbzeitsnacks und wie ich die auf dem Grill gemacht habe, zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Bratwurst-Halbzeitsnack brauchen werde. Los geht's mit dem Fleisch. Das hier sind Bratwürste und zwar von Your Beef und zwar mit meinen Gewürzmischungen. Das heißt, wir haben einmal die Bacon Goodness Bratwurst, einmal die mediterrane Bratwurst und einmal die Thai Barbecue Bratwurst. Die kann man so im Set bestellen. Man kann aber auch das Mega Bratwurst-Paket bestellen. Dann gibt es zusätzlich noch mehr Guess. Wir haben hier normale Rostbratwurst, wir haben hier die Picanto Bratwurst und wir haben noch eine Salsiccia. Link dazu wie immer unten alles in der Videobeschreibung. Wir beschränken uns heute auf drei Rezepte, alles in einem Video und ich würde sagen, wir legen los. So, wir beschränken uns aber heute auf diese drei Bratwürste und machen daraus drei verschiedene Halbzeitsnacks. Die gehen alle ruckzuck und zwar brauche ich dafür Frühlingszwiebeln, ein bisschen Paprika, dann habe ich hier eine Bio-Zucchini sowie ein paar Champignons. Dann haben wir hier Sushi-Ingwer, Cheddar-Käse, ein paar Tortilla-Wraps, ein bisschen Balsamico-Essig, dann habe ich Öl, Sweet-Chili-Soße, Sushi-Mayo und noch ein klein wenig von meiner mediterranen Gewürzmischung. Den Grill heize ich gerade schon vor und dann würde ich sagen, machen wir nicht lange rum und legen los. Ich beginne mit der Schnibbelsarbeit. Ich habe also hier ein paar Champignons. Die möchte ich gleich scharf anbraten. Dafür schneide ich unten am Strunk erstmal ab und je nach Größe werden sie geviertelt. Das ist ganz okay. Dann kann man sie später nämlich gut auf den Spieß stecken. Das heißt also unten einmal abschneiden, oben einmal vierteln und in die Schüssel geben. Weiter geht es mit der Bio-Zucchini. Da schneide ich gerade oben und unten ab. Und schneide die jetzt einmal so durch, dass wir da Stücke draus kriegen, die sich dann auch später gut auf einen Spieß stecken lassen. Dann habe ich zu guter Letzt hier so ein paar kleine Snackpaprika. Das Kerngehäuse, soweit vorhanden, kommt einfach raus und dann schneiden wir hier auch hier so Stücke, dass wir da entsprechend dann das Ganze aufspießen können. So, hier habe ich jetzt das Gemüse. Da kommt jetzt etwas von meiner mediterranen Gewürzmischung drauf. Muss gar nicht viel sein, so ein knapper Esslöffel reicht vollkommen. Dann habe ich hier ein bisschen Pflanzenöl. Damit wird das Ganze eingeölt, damit es gleich auf der Gussplatte schön Fahrt aufnehmen kann. Und des Weiteren habe ich dann hier noch ein klein wenig Balsamico-Essig. Das gibt dem Ganzen eine schöne Säure. Wunderbar. Jetzt alles einmal anständig durchmischen, dass Öl und Essig überall hinkommen. Und da meine Gussplatte schon gut vorgeheizt ist, wandert das Ganze direkt da drauf. Gucken, dass alles schön mit der Gussplatte in Berührung kommt. Und dann lassen wir das Ganze jetzt schön anbraten. So, weiter geht es an der Bratwurstfront. Hier habe ich meine Thai-Barbecue-Bratwurst. Die ist also, wie gesagt, mit meiner Thai-Barbecue-Gewürzmischung gemacht. Und Leute, ich kann euch sagen, die hat ordentlich Bums. Und das ist auch gut so. Aber man muss das ganz klar vorsagen, also direkt kindertauglich ist sie nicht. Da ist der Name wirklich Programm mit dem Thai-Chili. Ganz anders ist es bei der mediterranen Bratwurst. Die ist absolut kindertauglich, die ist super lecker. So, und die Thai-Barbecue und die mediterrane Bratwurst kommen jetzt auch direkt auf den Grill. So, und zwar nehme ich mir die Bratwürstchen und lege die erstmal hier oben hin, dass sie sozusagen ein bisschen vortemperieren können. Dann schauen wir nach dem Gemüse. Jo, das bekommt Röstaromen, das ist auch gut so. Aufmerksamen Zuschauer wird es aufgefallen sein, eine Bratwurst fehlt noch und zwar die Bacon Goodness Bratwurst mit meiner berühmten Bacon Goodness Mischung. Die haben wir hier und davon brauche ich das Brät. Das heißt also, ich nehme mir ein Messer und schlitze die jetzt quasi gerade so auf. Das sind ja rohe Bratwürstchen.
So, dann habe ich jetzt hier also das Brät von der Bacon Goodness Bratwurst und habe hier so kleine Mini-Tortillas. Und da schnappe ich mir jetzt das Brät und drücke es auf diesen Tortillas flach. Also immer auf so einer Mini-Tortilla das Brät von einer Bratwurst. Eine Bratwurst hat, glaube ich, so 125 Gramm. Das Ganze schön bis zum Rand verteilen, dass das am Ende so aussieht. Dann mache ich direkt den nächsten weiter. Perfekt, damit sind die vorbereitet und am Grill geht's weiter. So, hier ist nämlich unser Grillgemüse, unsere Champignons, Paprika und so weiter und so fort. Und das ist jetzt alles schön angebraten, hat Röstaromen bekommen und ist auch ein klein wenig weicher geworden. Das ist hervorragend. Das heißt, das fische ich jetzt runter, gebe das in eine Schüssel und da kann es dann noch so ein klein wenig weiterziehen. Dann wird die Gussplatte einmal kurz abgewischt, weil da hatten wir ja den Balsamico-Essig drauf. So, und dann geht es jetzt los, die wilde Fahrt. Und zwar, jetzt wird Bratwurst gegrillt. Zum einen ziehen wir uns die Bratwürstchen von hier oben runter auf den Grillrost, dass wir sie jetzt also mit Röstaromen versorgen. So, und zum anderen haben wir jetzt ja hier auf der anderen Seite dann die Griddelplatte. Und da habe ich jetzt hier eben diese Wraps mit der Bacon Goodness Bratwurst drauf. Die wandert jetzt hier drauf. Und wird schön scharf angegrillt. So, für den Halbzeitsnack befinden wir uns quasi schon auf der Zielgeraden. Ich habe jetzt hier ein bisschen Frühlingszwiebel, da schneide ich die Enden ab. Und schneide jetzt so kleine Ringe. Die brauchen wir dann gleich zum Anrichten für die Thai-Barbecue-Bratwurst. Das ist schon mehr als genug. Des Weiteren habe ich hier Sushi-Ingwer. Wie gesagt, eingelegter Ingwer kriegt ihr ganz normal in jedem gut sortierten Supermarkt, Rewe, Edeka, wie auch immer. Und manchmal, wenn sie Asia-Wochen haben, auch beim Discounter. Sollte man immer da haben, ist ein super Topping und gibt dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Kick. Alles schön fein schneiden. So, dann schauen wir nach den Bratwürstchen. Die möchten nämlich gedreht werden. So, den Bratwürstchen geht es gut. Schauen wir mal nach unseren Bacon Goodness Tortillas. Die sehen auch fantastisch aus. Die kommen mal eben kurz runter vom Grill. Denn wir haben den Cheddar-Käse ja nicht zum Spaß hier. Da kommt jetzt ein bisschen Cheddar-Käse in die Tortilla mit rein. Und dann wird die quasi gerade zugeklappt. Die Brenner unter der Griddelplatte kann ich schon ausmachen. So, kurzer später können die Wraps dann gedreht werden. Guck mal hier, was für eine schöne Farbe die gekriegt haben. Das sieht ja wohl mega aus. Innen drin, der Cheddar schmilzt jetzt gerade schön. Oh, das ist ein absoluter Traum. Perfekt. Die Bratwürsten sind auch gleich soweit. Das heißt, wir können gleich anrichten. So, ich nehme mir schon mal von den Thai-Barbecue-Bratwürstchen hier vom Grill runter. So, und zwar starten wir mit der Thai-Barbecue-Bratwurst. Da möchte ich so eine Art Sushi draus machen. Das heißt, wir schneiden die Enden erstmal ab. Und dann immer solche Stücke, die wir dann hier auf so einen Teller setzen können. So, wenn die Thai-Barbecue-Bratwurst runter ist, darf die mediterrane Bratwurst auch runter. Sieht auch fantastisch aus. So, und ich darf euer Augenmerk mal hier drauf lenken. Das sieht auch mega aus. Die dürfen jetzt auch runter vom Grill. Hier kommt zusammen, was zusammengehört. Wir nehmen jetzt schon mal hier so ein paar Frühlingszwiebeln noch, geben die hier über die Bacon Goodness Cheddar-Geschichte drüber. Damit ist der erste Bratwurst-Snack fertig, kann serviert werden. Ich sag dir, das ist eine Sache, die geht wirklich ruckzuck. Jetzt haben wir hier als nächstes die Thai Barbecue.
Da ist es einfach so, dass wir einen kleinen Klecks Sushi-Mayonnaise. Sushi-Mayonnaise, wer es nicht kennt, gibt eine herrliche Cremigkeit, hat einen ganz tollen Geschmack. Bekommt ihr im Großmarkt oder im asiatischen Supermarkt. Solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobiert haben, ist wirklich ein Geschmacksbooster. Also da reicht so ein kleiner Klecks. Dann habe ich jetzt hier Sweet Chili Soße. Wie man die selber macht, habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt. Auch da kommt jetzt wieder so ein kleiner Klecks. Das sorgt eben für die Süße. So, weiter geht es mit dem Sushi-Ingwer. Da einfach immer so ein ganz klein bisschen oben drauf geben. Wer kann und möchte, kann jetzt auch noch für den Crunch so ein ganz klein wenig Röstzwiebel mit dazugeben. Das ist aber wirklich rein optional. Ich weiß, es gibt Leute, die schreiben mir unter den Videos, Jörn verliert sich immer in den Rezepten oder will dann immer noch mal einen draufsetzen. Aber Leute, glaubt mir, es schmeckt halt einfach wirklich richtig gut. Und warum soll man es dann nicht machen? Und ich meine, ne, meine Rezepte sind nie in Stein gemeißelt, sondern das ist immer Work in Progress. Und wenn mir einfällt, wie man etwas noch verbessern kann, dann denke ich, gewinnen wir alle davon, wenn ich das mit ins Video packe. Und ich glaube, das ist keine schlechte Idee hier mit diesen Röstzwiebeln. Zu guter Letzt dann eben jetzt noch der Farbtupfer. Dafür haben wir sie ja schließlich geschnitten. Ne, ein bisschen Frühlingszwiebeln noch mit dabei. Einfach so ein Stück draufsetzen. So, und dann stellt euch vor, ihr stellt das so auf den Tisch. Die Leute können sich das so runternehmen. Jetzt mal ganz ohne Flachs, das sieht doch absolut fantastisch aus. Ich liebe so einen Scheiß. So, Freunde, einen habe ich aber noch. Hier haben wir ja unser Grillgemüse, was wir vorhin vorbereitet haben. Hier habe ich ein paar Holzspießchen. Und hier ist die mediterrane Bratwurst. Auch da wieder die Enden abschneiden. Solche Stücke draus schneiden. So, dann habe ich hier mein Grillgemüse. Davon gebe ich mir was auf das Brett. Sollte was überbleiben, kann man das immer noch super zum Anrichten verwenden. So, und jetzt einfach ein Stück Grillgemüse, beziehungsweise ein Stück Zucchini, ein Stück Paprika und zu guter Letzt ein Stück von der mediterranen Bratwurst, dass es ein solches Spießchen gibt. Stellen wir hier auf den Teller. Ich bereite die anderen vor. Wird großartig. So Leute, schaut euch das an. Das ist vom Gemüse übergeblieben, kann man einfach so mit auf den Tisch stellen. Und dann haben wir hier unsere Spießchen mit dem mediterranen Grillgemüse. Unten drunter meine mediterrane Bratwurst. Dann hier die Thai-Barbecue-Bratwurst mit dem Sushi-Ingwer, der Sushi-Mayonnaise, Sweet-Chili-Soße. Absoluter Traum. Und dann hier die herzhafteste Variante, die Bacon-Goodness-Bratwurst im Tortilla-Wrap mit ordentlich Cheddar-Käse. Ein geiler Halbzeit-Snack. Solltet ihr auf jeden Fall nachmachen. Und jetzt wird natürlich noch probiert. Hier habe ich ein Stück von der mediterranen Bratwurst und hier ein Stück von der Thai-Barbecue. Das nehmen wir mal zuerst. Saftige Bratwurst, dann eben diese cremige Sushi-Mayonnaise. Sie kitzelt ganz leicht im Hals, soll aber genauso sein. Oh, und dann das mit diesen Röstzwiebeln, Leute, das ist, glaube ich, eine sehr gute Idee gewesen. Jetzt hier mediterrane Bratwurst mit dem Grillgemüse. Schauen wir mal, ob wir das in einer Runde reinkriegen. Solide Kombination, was soll da schief gehen? Ihr habt das schöne Grillgemüse, noch leicht knackig. Und dann eben die saftige mediterrane Bratwurst unten drunter. Geht auf jeden Fall durch den Tisch. Das Käsigste habe ich mir natürlich zum Schluss aufgehoben. Hier ist die Bacon Goodness Tortilla mit dem Cheddar-Käse. Auch hier eine saftige, käsige Angelegenheit. Man könnte tatsächlich noch Barbecue-Soße mit dazugeben. Gibt dann noch einen kleinen zusätzlichen Geschmacksflair. Aber das ist auch schon richtig lecker. Ich werde hier nochmal... Wirklich drei tolle Geschichten, die ruckzuck gemacht sind. Wie gesagt, das Grillgemüse könntet ihr vorbereiten. Dann müsst ihr wirklich in der Halbzeit nur die Bratwürstchen grillen, aufschneiden und entsprechend anrichten. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Meine Bratwürstchen bekommt ihr bei YourBeef. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ebenfalls bekommt ihr da auch das Mega-Bratwurstpaket. Schaut da sehr gerne mal vorbei und macht diesen Snack nach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, freue ich mich viel mehr über einen Daumen nach oben und freue mich in den Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten des Kanals sind, könnt ihr es gerne unten auf kostenfreier Ehrengrillerbasis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten über Instagram ist der sieht immer wieder Insta-Stories von den Sachen, die ich mache. Schaut da gerne rum, da seid ihr einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ganz viel Spaß beim Nachgrillen. Macht's gut, euer Jörn vom Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.